Wir haben jetzt einen neuen IFO-Schnelldienst, genau zu diesem Thema, mit verschiedenen Beiträgen. Da gibt es eine Generationenanalyse drunter. Und meines Erachtens ist das die einzige Methode, das richtig zu berechnen. Also eine barwertmäßige Berechnung dessen, was man beiträgt zum System durch Steuern und Sozialbeiträge und was man rauskriegt in Form der Sozialleistungen, aber insbesondere auch in Form der öffentlichen Infrastruktur, die ja auch nur bereitgestellt werden kann. Bernd Raffelhüschen ist einer der wenigen in Deutschland, die diese Methode beherrschen. Die ist ja von Kotlikoff, der ja auch schon mal hier zu Besuch war, aus Boston entwickelt worden. Die ist vom amerikanischen Kongress auch benutzt worden. Ist also eine anerkannte Methode. Und ich sage, die einzige Methode. Man kann unmöglich mit keynesianischen Analysen hier kommen und sagen, wir geben hier 20 Millionen, Milliarden extra aus für die Flüchtlinge. Das gibt natürlich jetzt einen Konjunkturschub, ist ja klar, durch die zusätzliche Nachfrage. Aber das ist ja keine Netto-Nachfrage, denn diese Schulden müssen ja irgendwann getilgt werden. Mit Zins und Zinseszins. Und der Barwert der Nachfrageeinschränkung in der Zukunft, wenn die Schulden bedient werden, ist exakt genauso groß wie das Nachfrageplus, das ich heute habe. Ich kann nicht durch keynesianische Politik über längere Zeiträume positive Impulse erzeugen. Völlig unmöglich. Und das hat nichts mit Ricardo-Äquivalenz zu tun, sondern ist eine Trivialität. Und wenn man hier bis in die 30er Jahre rechnet, dann geht das eben nicht. Man kann nicht eine keynesianische Wachstumsanalyse in Anführungsstrichen machen über Jahrzehnte. Keynesianismus ist Up-and-Down-Economics. Es geht dieses Jahr hoch, nächstes Jahr runter. Diese Geschichten haben damit zu tun. So, was sagt Raffelhüschen? Er sagt, dass 1 Million Flüchtlinge in der Generationenrechnung 450 Milliarden Euro kosten. Das sind 450.000 Euro pro Kopf. Und er unterstellt, dass diese bei seiner Rechnung, das ist jetzt natürlich eine Annahme, dass die Flüchtlinge nach 6 Jahren so integriert sind wie der Durchschnitt der bereits in Deutschland anwesenden Altmigranten. Das ist so hoch, weil eben auch die Altmigranten den Staat Nettogeld kosten. Er macht eine Alternativrechnung. Gesetzt den Fall, die Flüchtlinge wären alle gut ausgebildet, während sie so jung sind, wie sie wirklich sind. Ja, das ist ja das Positive. Dann kommt er auf 300 Milliarden Euro plus. Diese Rechnung zeigt in aller Deutlichkeit, wie wichtig es ist, welche Qualifikationen die Flüchtlinge haben. Es zeigt, dass Deutschland eine Immigration von gut qualifizierten Menschen braucht, Stichwort kanadisches Punktesystem, aus ökonomischen Gründen. Aber dass es doch eben Geld kostet, wenn man eben nicht so gut Qualifizierte aufnimmt. Das heißt nicht, dass man sie nicht aufnehmen soll. Ich betone das nochmal. Man kann sie ja aus humanitären Gründen aufnehmen. Nur die Behauptung, zusätzlich zu dem Humanitären käme nun auch noch für Deutschland ein Einkommensplus, lässt sich nicht erhärten. Das kann sich insbesondere wegen des Sozialstaates ja auch gar nicht ergeben. Überlegen Sie nochmal. Was macht der Sozialstaat? Er nimmt Ressourcen von den überdurchschnittlich Verdienenden und gibt sie zu den unterdurchschnittlich Verdienenden. Warum? Wir haben ein Steuersystem, wo man proportionale, häufig auch sogar progressive Steuern zahlt und jeder kriegt die gleichen öffentlichen Leistungen zurück. Das heißt, wenn ich überdurchschnittliches Einkommen habe, zahle ich mehr an den Staat, als er mir zurückgibt an öffentlichen Gütern und Sozialleistungen sowieso. Und wenn ich unterdurchschnittlich verdiene, dann bin ich Nettoempfänger staatlicher Ressourcen. So wollen wir ja doch den Sozialstaat. Und insofern ist es völlig unmöglich zu sagen, dass die Immigranten für den Staat netto ein Plus bedeuten, wenn sie unterdurchschnittlich qualifiziert sind. Gut, es gibt noch den Renteneffekt, wenn sie hinreichend jung sind, aber das ist eben die Nettorechnung über alles. Man darf sich die Dinge nicht schön rechnen, sondern man muss sie einfach mal so nehmen, wie sie sind. Dass die bisherigen Migranten Deutschland schon ziemlich belastet haben, den deutschen Staat, sieht man allein, wenn man schon auf die Sozialleistungen schaut. Betrachten wir den Anteil der Ausländer, also echte Ausländer, die keinen deutschen Pass haben und auch nicht in Deutschland geboren sind,
an den verschiedenen Kategorien der sozialstaatlichen Leistungen. Hier ist erstmal der Anteil an der Gesamtbevölkerung, das sind 7,3%. Wenn wir jetzt auf die Sozialhilfe, also Hilfe zum Lebensunterhalt schauen, dann sind das 25% der Empfänger, die in diese Kategorie fallen. Es sind aber nur 7% an der Bevölkerung. Das heißt, es ist ein Vielfaches dessen, was man von der Bevölkerungsstärke her erwarten müsste. Hartz-IV-Empfänger, 18% der aller Hartz-IV-Empfänger in Deutschland sind Ausländer, während der Anteil dieser Ausländer bei 7,3 liegt. Arbeitslosengeld 1, da haben wir 12% Empfänger versus Bevölkerungsanteil 7,3%. Und das zeigt eben genau das Problem. Und selbst wenn Sie nun arbeiten würden, nicht, dann würde ja noch das Problem nicht gelöst sein, weil Sie ja nicht überdurchschnittliche Einkommen verdienen und deswegen nicht überdurchschnittlich zur Finanzierung des Staatsbudgets beitragen. Jetzt haben wir auch noch das Thema Mindestlohn. Vor einem Jahr ist das eingeführt worden. Einige sagen, ja, IFO sagt, 900.000 Jobs gingen verloren. Man sieht ja noch nichts, sorry. Also das ist eine Rechnung von Thum und Schöp und noch einem Co-Autor. Die haben eine Langfristprognose gemacht. Das geht ja nicht um ein Jahr. Die Schröderschen Reformen, die ja letztlich eine implizite Mindestlohnsenkung waren, haben 7 Jahre gebraucht, bis sie sich durchgefressen haben durch den Arbeitsmarkt. Da muss man erstmal ein Geschäftsmodell entwickeln, dann macht das jemand anders nach und so breitet sich das aus. Und umgekehrt auch. Der Mindestlohn wird eingeführt, Geschäftsmodelle, die sich wegen Schröder gelohnt haben, lohnen sich jetzt nicht mehr, aber man probiert es noch, das durchzuziehen ins nächste Jahr. Die Gewinne sind zwar nicht mehr da, aber man hofft auf bessere Konjunktur, sie kommt nicht. Dann geht man zur Bank, holt sich einen Kredit, kriegt man nochmal. Aber noch ein Jahr später ist der Kredit auch nicht mehr da, dann muss man den Laden zumachen. Das heißt, es dauert Jahre, bis diese Effekte sich zeigen. Und wenn dann jetzt noch eine Immigration in das Segment des Arbeitsmarktes kommt, wo wir nun den Mindestlohn haben, dann kriegen wir ein Problem. Hier das einzige bisschen Theorie in dem Zusammenhang, das sei die Nachfragekurve auf dem Markt für Geringqualifizierte. Eine fallende Kurve, oben steht der Lohn, unten steht das Ausmaß der Beschäftigung. Je niedriger der Lohn, desto mehr Geschäftsmodelle lohnen sich. Es gibt eine Vielzahl von möglichen Geschäftsmodellen, die in den Köpfen potenzieller Unternehmer halt rumgeistern. Die meisten lohnen sich nicht, aber wenn der Lohn niedriger ist, kommen mehr von diesen Modellen über die Rentabilitätsschwelle und es gibt mehr Jobs. Und umgekehrt, wenn der Lohn steigt, dann werden Geschäftsmodelle, die vorher gerade so an der Kippe standen, sich gerade rentierten, unrentabel und die Jobs gehen weg. Das ist eine ökonomische Binsenweisheit und es gibt ja Leute, die verlangen eine empirische Nachweise einer fallenden Nachfragekurve. Ich meine, da muss ich 200 Jahre Theoriegeschichte aufgeben, wenn ich jetzt anfange, auf dem Niveau hier zu argumentieren. So, das sei die Menge der Menschen, die arbeiten wollen auf diesem Segment des Arbeitsmarktes. Und normalerweise würde ein Arbeitsmarkt den Schnittpunkt finden zwischen Angebot und Nachfrage, sodass dann genau so viele Jobs da sind, wie auch Menschen, die diesen Job bekleiden wollen. Wenn der Lohn höher ist, dann gibt es Arbeitslosigkeit und die Arbeitnehmer unterbieten sich gegenseitig. Wenn wir flexible Löhne haben, ich fange jetzt mal nicht an mit der Realität, sondern einer Idealvorstellung eines völlig flexiblen Marktes. Sie unterbieten sich gegenseitig. Wenn sie sich unterbieten, gibt es mehr Jobs und man erreicht das Gleichgewicht. Und wenn der Lohn niedriger ist, als es dem Schnittpunkt entspricht, dann wollen mehr Unternehmen Leute haben, als da sind. Dann überbieten sich die Unternehmen und treiben den Lohn hoch und nicht nur im Schnittpunkt ist dann eine gleichgewichtige Situation. Jetzt haben wir aber hier den Mindestlohn. Das kann ein gewerkschaftlicher Mindestlohn sein, das kann der gesetzliche Mindestlohn sein, es kann ein Mindestlohn sein, der implizit aus dem Sozialsystem hergeleitet ist. Der Sozialstaat zahlt ja Lohnersatzleistungen und niemand arbeitet für weniger für einen Unternehmer, als was der Staat schon so gibt. Nicht? Da gibt es viele Effekte, durch die Mindestlöhne hervorgerufen werden können und dann haben wir Arbeitslosigkeit.
So, und jetzt gibt es eine Migration in dieses Segment des Arbeitsmarktes hinein. Es kann also nur eine Immigration in die Arbeitslosigkeit werden. Natürlich nicht kurzfristig. Kurzfristig haben wir jetzt erstmal die keynesianischen Nachfrageeffekte. Wenn der Staat sich verschuldet, kann er immer einen kleinen Boom erzeugen und das macht auch mehr Jobs. Aber wir müssen das ja langfristig sehen. Nochmal, langfristig ist der keynesianische Effekt null, weil Schulden getilgt oder bedient werden müssen. Auf diese Trivialität kann man gar nicht genug hinweisen. Der liebe Gott zahlt ja nicht die Schulden zurück. Nun könnte es sein, dass der Mindestlohn irrelevant ist, weil er sowieso so niedrig ist, dass er das Marktgleichgewicht nicht stört. Was können wir dazu sagen? Als der Mindestlohn eingeführt wurde, haben also Ende 2013 noch 10% der Westdeutschen einen Lohn gehabt, der kleiner war als der Mindestlohn, kriegten also eine Lohnerhöhung. Die Bindungswirkung war 10%. Im Osten waren es 20% Bindungswirkung. Bei allen Migranten, die nach 2007 gekommen sind, haben wir 40% Bindungswirkung. Und den Migranten aus nicht-westlichen Ländern, die nach 2007 gekommen sind, die gearbeitet haben, hatten wir eine Bindungswirkung von fast 50%. Das heißt, die Hälfte von den Leuten hat eine Lohnerhöhung gekriegt. Und insofern ist das kein irrelevantes Geschehen mit dem Mindestlohn. Es bindet den Arbeitsmarkt massiv.